schlecht ohne Spiegel. Geht's gleich weiter. Hallo zusammen. Heute eine Fortsetzung meiner Reihe Der Duft unserer Väter und Großväter. Ich habe mal wieder drei Stück ausfindig gemacht, die ich noch nicht vorgestellt habe, aus den 30er bis 80er Jahren, also die Düfte. Ich habe den Vorspann gesehen, dass ich mich rasiert habe. Das habe ich jetzt vor dem Video gemacht, weil man will ja nicht unrasiert hier irgendwelche Rasierwässer vorstellen. Also deswegen habe ich mich vorher noch schnell outdoor rasiert, weil ich gerade gelaufen bin. Habe ich mich schnell im Gartenschlauch ein bisschen abgewaschen und mit dem Rasiermesser drüber gezogen. Das erste, das ich vorstellen will, das ist das Pepper Dan Blau. Das ist ein amerikanisches Produkt, gibt es seit den 30er Jahren. Wie gesagt, Pepper Dan Green hat man zum Beispiel in dem Leonardo DiCaprio Film über Howard Hughes gesehen. Da stand es in den Waschräumen an den Waschbecken. Das Pepper Dan Blau hat eine ausgeprägte Mentholnote mit etwas Zitrus, ist sehr erfrischend auf der Haut. Wobei ich das Pepper Dan Grün bevorzuge, das hat einen ganz prägnanten Eigengeruch, das hier eher weniger. Ist aber nicht schlecht, erfrischend, habe ich bei Amazon bestellt. Mit Menthol. Das nächste, was ich euch vorstelle, ist auch so ein Klassiker. Ich weiß aber nicht, ob es den noch zu kaufen gibt. Markante Flasche. Auch so Musk, also Moschus mit Zitrus, Denim. Das hier ist eine alte Flasche, habe ich gebraucht, gekauft, noch voll. 2,50 Euro. Sowas freut einen natürlich. Riecht nicht unangenehm. Wäre jetzt nicht eins meiner Favoriten, aber durchaus angenehmer Geruch, erfrischend, nicht irgendwie penetrant. Denim. Ich weiß nicht, was da für ein Spruch gab. Irgendein Werbespruch gab es da. Fällt mir nicht mehr ein. Das dritte. Es hat einen komischen Namen. Ihr wisst ja, die bevorzugten Herren- und Männerdüfte waren ja in den 70er und 80er Jahren Leder, Tabak, Schweiß, nö, Schweiß nicht, was war noch? Leder, Tabak, ja, solche maskulinen Düfte. Und das Duftwässerchen heißt Russisch Leder. Gibt es mittlerweile nicht mehr auf dem Markt, habe ich nirgends mehr gesehen. Und als ich danach geforscht habe, um eins zu kaufen, habe ich gesehen, dass da verschiedene Hersteller gibt. Und alle diese Produkte heißen da Russisch Leder. Da gibt es drei verschiedene Hersteller, habe ich gesehen. Ich habe jetzt das hier bekommen, ein neues, verpackt, original, voll, eine Riesenflasche. Aftershave, Moras Company steht drauf. Aus frechen Köln. Komischerweise, da gab es eine zweite Marke, die war auch aus Köln. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie so eine Monopol haben für russisch Leder. Hier riecht russisches Leder, keine Ahnung. Ich habe es jetzt aufgetragen. Kommt einem sofort wieder bekannt vor, der Geruch. Wenn man drauf hat, wie soll ich es beschreiben? Seht ihr, so ein bisschen milchig die Flüssigkeit. Aber durchaus
angenehm. Werde ich öfters hernehmen. Russisch Leder. Werden teilweise zu horrenden Preisen gehandelt, so Fläschchen, also für alte Rasierwasser 30 Euro, 40 Euro. Das war wesentlich günstiger. Der hat da mehrere im Angebot gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich gezahlt habe. Es war jetzt eine Zeit lang nicht verschickt, also ich habe darauf warten müssen. Ist heute erst gekommen, deswegen mache ich das Video auch. Russisch Leder, Denim und Dapper Dan Blue. Das waren also die heutigen von mir vorgestellten alten Rasierwässer. Alle drei nicht schlecht, kann man alle verwenden, sind nicht penetrant. Das war's, bis zum nächsten Mal. Jetzt werden wir noch ein Pfeifchen gehen. Das war bestimmt noch nicht der letzte Teil, da werde ich bestimmt noch welche finden aus der guten alten Zeit. Bis zum nächsten Mal, ciao.